Hallo zusammen, schön, dass ihr euch eingeloggt habt und euch für den Beruf Textiltechnologie interessiert. Ich bin Morena Benini von der Firma Login Berufsbildung und darf heute das Interview mit der Jacqueline Meyer durchführen. Vorab noch ein Hinweis zu der Fragestellung. Ihr findet in der unteren Taskliste das Feld F und A Fragen und Antworten. Da könnt ihr jederzeit eure Fragen stellen und ich versuche möglichst viele von denen unserem heutigen Berufs-Champion zu stellen. So, Jacqueline, dass dich Zuschauer noch ein bisschen besser kennenlernen, würde ich gerne ein paar This or That-Fragen stellen. Ich sage dir jetzt dann gerade zwei Begriffe und du entscheidest ganz spontan und möglichst schnell, welchen Begriff dir mehr zusagt. Bist du ready? Morgen oder Nachtmensch? Morgen, Mensch. Kaffee oder Tee? Kaffee. Bist du eher introvertiert oder extrovertiert? Extrovertiert, denke ich. Hast du lieber Fantasy oder reale Geschichten? Reale Geschichte. Bist du lieber draussen oder drinnen? Draussen. Sport oder Bücher? Sport, definitiv. Und jetzt noch Hund oder Katz? Super, vielen Dank dafür. Jetzt möchte ich gerne erfahren, was dein absoluter Traumjob ist. Mein absoluter Traumjob. Ich bin, habe ihn noch nicht erreicht, aber der Traum wäre, mit dem textilen Wissen, das ich haben können, auf der ganzen Welt reisen und Leute drin schulen, wie man nachhaltige Textilien herstellen kann. Und dadurch, dass ich im Ausland geschafft habe, habe ich gemerkt, dass manchmal das Wissen gar nicht da ist von den Gefahren, die halt überall in Textilien sind. Wir sind Barfuß und Maschinen gelaufen und dann ja, kommst du schon ein bisschen Mühe über und das wäre so mein Wunschberuf, wirklich können gehen und die Industrie nachhaltiger machen und einfach denen sagen, hey, für dich wäre die Schule schon noch gut. Und für das brauchst du noch irgendeinen Abschluss oder hast du einfach noch nicht die richtige Firma für das gefunden? Genau, noch nicht die richtige Firma. Ich glaube, ich habe von dem Abschluss her habe ich da, wo ich brauche, wie noch die Firma oder vielleicht auch einfach selbstständig. Selbstständig ist, glaube ich, nie schlecht. Dann haben wir da schon die erste Frage. In welchem Fach muss man in der Schule gut sein? Das ist jetzt noch schwierig. Also ich glaube, Mathe und logische Denken ist schon sehr wichtig, weil so viel ist wieder aufgebaut auf Mathematik. Ich glaube, wenn man einen Beruf wirklich will, dann lernt man das, weil dann ist man interessiert an dem. Aber Mathe finde ich schon, man sollte jetzt nicht unbedingt Mathe als wenigst liebste Fach haben und dann in Textiltechnologie gehen, weil es hat viel mit Mathe zu tun. Okay, dann haben wir da noch mehr Fragen. Ist es nicht eher ein Männerjob? Und wieso hast du dich genau für diesen Job entschieden? Danke vielmals für die, wo diese Frage gestellt hat. Und nein, es ist kein Männerjob. Also es ist sehr dominiert von Männern, das muss ich da schon klarstellen. Also ich war die einzige Frau in meinem Lehrgang. Ich finde es eigentlich überhaupt nicht ein Männerjob, weil ich habe Färberin gelernt und hat so viel mit Farben zu tun. Und ich glaube, ob Männlein oder Weiblein, Farben sind sowieso schön. Du schaffst halt eine grosse Maschine. Aber ich meine, ich hatte dann die Tricks gehabt, wenn ich 40 Kilo nicht habe gelupft, habe ich halt dreimal oder viermal 10 gelupft. Da lernst du dann halt ein bisschen Tricks. Und weißt du, die andere Frage? Wieso du dich dafür entschieden hast? Wieso? Also ich habe wirklich, ich habe in einer Kinderkrippe ein Praktikum gemacht, habe gemerkt, oh nein, das ist nichts. Ich habe gewusst, ich will nicht im Detail handeln, ich will nicht Maurer, ich habe geschnuppert, bis mir glaub, die Ohren gewackelt haben. Und dann bin ich an der Berufsmesse in St. Gallen. Und es hat mir alles nicht gefallen. Und die Technologen haben gedacht, ja, ist jetzt eigentlich nicht, ist eigentlich noch, ist noch gut. Also ich habe nicht wirklich ein Ja gehabt, sondern einfach, ja, alles andere hat mir nicht gefallen. Und bin ich schnuppern und dann hat es mich gepackt. So ist das. Das ist perfekt. Danke.
Das ist wirklich gut, das kann ich jedem empfehlen. Dann haben wir da eine Frage: In welchen Betrieben kann man die Lehre zur Textiltechnologin machen? Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade per Zufall weißt. Ich tue es jetzt mal ein bisschen allgemein. Es gibt 5 Fachrichtungen vom Textiltechnologen. Es gibt da bin ich, der tut Färben, Drucken und Ausrüsten. Mechatroniker, der ist halt für den Unterhalt der Maschine. Der Verarbeiter, der ist mehr in der Weberei und in der Garnherstellung. Dann gibt es den Designer, der designt halt. Und Seil- und Hebetechnik gibt es in der Schweiz auch noch. Das ist vor allem mit Mammut, kennt man, wo Kletterseil herstellt. Es gibt eigentlich viele Betriebe. Der Landtal, heisst die, das ist in Langenthal, Zwistühlen in Münchwilen, wo ich studiere. Seefahrt, Zeelander, BCMA machen Textillaboranten, da ist zwar etwas anderes, aber auch. Was kommt man so spontan noch in den Sinn? Es gibt noch den Rieter, den Spinner, Kersia Bauma, ich darf niemand vergessen. Also es gibt viele Firmen, wo es gibt, das sind gerade die, wo man in den Sinn kommen. Da bin jetzt gerade auch noch, du hast jetzt gerade gesagt, es gibt noch den Designer und da hat jetzt gerade auch prompt jemand gefragt, gibt es auch eine Verbindung zur Mode? Ja, definitiv. Also Designer, also wir 5 Fachrichtungen gehen eigentlich alle zusammen in die Schule. Der Designer hat dann einfach noch Design, wie sagt man, Bildung. Die lernen zeichnen. Ich brauche jetzt halt ein bisschen Fachbegriff. Ein Rapport ist eigentlich, das ist ein Rapport und dann wiederholt sich das Muster immer und sie lernen das wie zeichnen und so. Da ist Forsterona, Bischof und Union. Das sind aber alle so Region St. Gallen, wo da wirklich noch Lehrlinge ausbildet im Design. Und jetzt da haben wir noch eine Frage. Du hast ja vorher gesagt, man sollte eigentlich gern Mathe haben. Und es fragt da jemand, wieso braucht man in diesem Beruf Mathe? Er versteht es nicht so ganz. Also, du hast natürlich, ich rede jetzt von meinem Lehrbuch vom Fair, da bin ich jetzt halt am stärksten drin. Du tust eigentlich ein Rezept rausschreiben oder testen. Also du hast eine Farbvorlage und du tust mit diesen 3 Grundfarben eigentlich die Farbe einstellen. Entsprechend auf das Material, das du brauchst. Und da musst du Prozent rechnen aufs Gewicht. Und dann hast du mal in der Laborfärbung. Und dass du überhaupt in grossen Betrieb kannst färben, musst du natürlich die grosse Menge umrechnen. Wenn du am Färben bist und du merkst, das ist, die Farbe ist noch nicht passend, dann musst du weh nachfärben. Also musst du eigentlich weh wieder Prozent rechnen, aufs Prozent rechnen. Wenn du Feuchtigkeit willst bestimmen, im physikalischen Labor, Festigkeit, das ist alles irgendwo schlussendlich dann in der Statistik. Also, wenn du natürlich Tests machst, zum wie sagt man das? Ich arbeite eben nur auf Englisch, das wird mir deutsche Worte nicht Performance. Die Eigenschaften durch Tests, Genau. genau, dann tust du nachher halt alles in eine Statistik rein oder in ein Diagramm. Ja, Okay. Dann haben wir jetzt da noch eine gute Frage. Was macht man genau in dem Job? Darf ich mal schnell so oberflächlich die wichtigsten Sachen? Du kannst im Färbereilabor arbeiten. Dort kannst du eigentlich alle Färbungen auf Laborgrössen machen. Dann kannst du in der Färberei selber sein, wo du halt dann die grossen Chargen effektiv färbst. Du kannst in der Ausrüstung arbeiten, das ist dort, wo du eigentlich am Stoff einen Effekt gibst. Also, du tust dann wie noch eine Chemie drauf, dass es wasserabweisend ist, dass es weich ist, dass es wasseraufnahmefähig ist. Dann kannst du im physikalischen Labor, dort tust du halt einfach testen, funktioniert es. Also, wenn ich etwas, zum Beispiel die Rollos vom SBB-Zug, ruft das nicht brennt und dann tust du das eigentlich testen. Du kannst aber auch in der DIN arbeiten, in der Qualitätskontrolle, bevor eigentlich der Stoff ankommt als Rohmaterial und bevor er dann zum Kunden übergeht. Also ich habe das Glück, ich habe alles dürfen anschauen in der Lehre. Kann entscheiden, wo es mir am besten gefällt. Und das ist wichtig. Was sind so die Schattenseiten von dem Beruf? Also ich glaube,
wenn du jetzt in der Färberei arbeitest und du nicht gern warm hast, also du bist mehr ein Wintermensch, der am liebsten minus 20 Grad hat, dann ist es vielleicht ein bisschen schwieriger für dich, weil in der Färberei ist immer 35 Grad plus, weil die Maschinen halt so heiß sind. Es ist eher laut. Das ist vielleicht mal eine Schattenseite. Und wenn du nicht gern dreckig wirst, ist das vielleicht auch nicht, also ja, wenn du halt Farbstoff abwächst, ist es noch farbig. Was ja eigentlich schön ist, aber wenn du es nicht gern hast, genau. Ja, und wie lange geht die Lehre? Das sind 3 Jahre. Also eigentlich ganz normale 3-jährige Lehre in dem Fall. Das ist jetzt auch noch eine gute Frage. Denkst du, dein Beruf wird sich aufgrund von der Digitalisierung etc. in den nächsten Jahren stark verändern? Das ist wirklich eine gute Frage. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil viele Sachen sind vielleicht noch Handarbeit, dass vielleicht auch wegen vom Farbstoff irgendwann eine Maschine wird sein. Weil eine Maschine macht vielleicht nicht einen Fehler. Bei mir könnte man, das glaube ich schon, aber je wirklich an der Maschine bedienen, den Stoff rein tun, den Stoff rausnehmen, das Bewerten von, ob die Farbe stimmt, ich glaube, da wird immer noch ein Mensch brauchen. Glaube ich. Okay, nice, interessant. Da haben wir noch ganz, ganz viele interessante Fragen. Mit was hast du in der Lehre am meisten Mühe gehabt? Am meisten Mühe? Am meisten Mühe? Das ist auch eine gute Frage. Schulisch oder im Beruf? Allgemein, schulisch und im Beruf. Ich hatte Mühe gehabt, dadurch, dass ich Frau bin und sehr männlich dominiert ist. Dass ich wie mit meiner Frau verstehe und sage, hey, ich kann das selber lupfen, danke, willst du mir das abnehmen, aber ich kann das. Ich weiss, wie das ist. Da habe ich halt auch zwischendrin Situationen gehabt, die nicht so einfach waren. Aber da bin ich wirklich auch gewachsen, um zu sagen, hey, ja, ich darf auch genau, ich bin auch gleichberechtigt zu meiner Maschine stehen. Schulisch habe ich sicher ein bisschen Mühe gehabt bei so Faserstofflehre, wo du auch viele Sachen einfach hast müssen auswendig lernen, bis du dann irgendwann mal begriffen hast und hast können in Zusammenhang bringen. Da habe ich dort ein bisschen Mühe gehabt. Oder allgemein so die ganze Textilkette mal, dass das bei mir irgendwann, aha, wenn ich bei den Fasern da Problem habe, dann zeigt sich dann auch beim Färben, also so das irgendwie nicht, das nicht. Genau. Aber das kommt. Und jetzt sind wir leider schon am Ende vom Interview angekommen. Aber um so einen schönen Abschluss zu machen, habe ich noch eine Frage an dich. Was gibst du den Schülerinnen und Schülern als Tipp mit auf den Weg? Glaubt an euch. Und ihr werdet, wenn ihr euch für den wunderschönen Beruf entscheidet, ihr werdet sehr viel Gegenwind spüren, weil die Leute das Gefühl haben, die Textilindustrie, das ist keine Zukunft. Aber ich glaube, es hat so viel Zukunft, weil wir sind dort mal 28 Schüler Schweizer gewesen und ich komme heute noch einfach Telefon über, ob ich den und den Job will, weil es nicht viel von uns gibt und es braucht viel mehr. Also, und egal, ob du Realschüler bist oder Sekschüler oder Mann oder Frau oder Mädchen, Bub, da heisst gar nichts. Weil ich bin eine Frau, Realschülerin und habe genau den Beruf gemacht, den ich gemacht habe. Und ich bin, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Super. Merci vielmals für den Tipp. Die Zeit ist leider um und wir haben leider nicht alle Fragen vom Publikum können beantworten. Ich hoffe aber trotzdem, dass ihr einen guten Einblick im Beruf Textiltechnologin bekommen habt. Ich danke dir, Jacqueline Meyer, vielmals, dass du dir Zeit genommen hast und so ausführlich über deinen Beruf als Textiltechnologin Auskunft gegeben hast. Und ich wünsche dir natürlich alles, alles Gute für deine Zukunft.
Falls ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, das Interview nochmal anschauen möchtet, könnt ihr das ab morgen auf der SwissSkills Connect Webseite machen. Ebenfalls auf der SwissSkills Connect Webseite findet ihr eine Agenda mit vielen weiteren Interviews von Champions aus unterschiedlichen Berufen. Ich danke für euer Zuschauen und die gestellten Fragen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss zusammen und tschüss Jacqueline. Danke vielmals.